ist immer interessant, auch Sachen zu finden, die andere Leute begeistern. Und man verkauft die dann. Und es ist so ein bisschen das System hier im Laden, dass man eben auch Tipps weitergibt und sagt hier und empfiehlt dann und kommt dann vielleicht zum positiven Resultat, dass der Kunde eben diese Platte kauft. Und das ist eben das auch Interessante an dem Beruf. Ich bin Hans-Dieter Herrmann, Betreiber des Plattenladens Shock Records in der Hasestraße. Also war schon immer Musik interessiert. So, ich glaube, das fing mit 13, 14 an. Da hat man schon Platten gekauft und das war ja früher eigentlich relativ normal. Dann fing es an mit Instrumenten, dass man irgendwas gespielt hat, Gitarre versucht, Bass. Und dann bin ich eigentlich da direkt schon zum Schlagzeugspielen gekommen. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht als Gärtner und bin dann im Plattenladen in Rheine bei einem Kollegen eingestiegen und so, um das gröbste Know-how erstmal zu erfahren und haben dann Anfang der 90er in Osnabrück Shock Records aufgemacht. Oh, UPS. Nee. Regionalpreis, oder? So ähnlich. Auf Facebook. Älteste Verkäufer in Osnabrück. Ja. Tschüss. Ciao. Man ist immer mit neuer Musik konfrontiert, ob man es möchte oder nicht, aber man muss es ja, um auch neue Sachen zu entdecken. Oder wir sind ja jetzt eh speziell im Plattenladen und es geht ja immer darum, Trends zu erkennen und jetzt nicht nur jetzt die alten Klassiker, wie manche Leute meiner Generation das so machen, die dann, was weiß ich, irgendwo bei den ganz alten Bands hängen bleiben, sondern das Interessante ist eben, dass man immer wieder neue Musik kennenlernt und auch versucht zu verkaufen, zu verbreiten, zu pushen. Das gibt es schon seit Nirvana letztendlich, die am Anfang auch nicht bekannt waren. Ja, könnte man denn machen, aber dann bin da zwar jetzt beigeblieben in der Plattenbranche, weil es ja auch sich irgendwo so entwickelt hat und ergeben hat, aber wer weiß, vielleicht hätte ich auch was ganz anderes nochmal gemacht. Vielleicht auch mehr als Musiker oder mich da mehr vertieft hätte, aber es hat sich jetzt nicht so entwickelt. Und Plattenläden weiß man ja, viele Plattenläden haben zugemacht. Wir sind dann schon so ein bisschen ein kleiner Dinosaurier vielleicht in der ganzen Kiste. Schön wäre es, wenn eben der Plattenladen in seiner Form, auch mit dem Café jetzt vielleicht auch an diesem Standort, eine gewisse Zeit eben auch noch überlebt und eigentlich genau, das ist ja auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, auch so ein persönliches Ding auch und grundsätzlich wäre es schön, wenn es eben genau in dieser Form auch noch länger erhalten bleibt. So. Shock Records, hallo.